Tarotorakel für die Woche vom 10. bis zum 16. September. Ich bin Margret, heute ist Dienstag und ich habe hier wieder meine kleine Assistentin Jackie dabei. Ja, so. Publikum sozusagen. So. Und ja, wir fangen an in dieser Woche, auch wenn schon Dienstag ist, mit der 9 der Schwerter. Und auf den ersten Blick könnte uns diese Karte etwas Kopfzerbrechen bereiten und das tun die Schwerter gerne, denn die Schwerter stehen ja für die Gedankenkräfte, sie stehen für, ja, die Energie, die in unserem Hamsterrad des Verstandes sozusagen rotiert. Und auf den ersten Blick sehen wir hier eine Person, weiblich oder männlich, ist nicht ganz klar, die sich also in der Tat hier den Kopf zerbricht, sie hält sich den Kopf. Wir sehen, es ist dunkel, also es ist sicherlich eine Nachtsituation, könnte für schlaflose Nächte stehen, für einen Albtraum, aus dem du erwachst. Und ja, auf den ersten Blick sieht es hier nach Kummer, Sorgen und Schmerz aus. Ganz so hoffnungslos, wie es ausschaut, ist keine Karte im Tarot, denn wenn wir hier auf das Deckbett schauen, das ist hier ganz eindeutig Schutz, denn wir haben da rote Rosen abgebildet und nebenbei noch die Zeichen des Tierkreises, die Sternzeichen. Wie schlimm auch eine Situation scheinen mag, wie schlimm eine Situation gerade aussieht. Jackie mit drauf tun. Du wirst immer beschützt. Ja, also es gibt immer Menschen oder Tiere, die für dich da sind. Und der beste Schutz, ja, ich streichel dich ja. Der beste Schutz, den du bekommen kannst, den findest du in dir selbst. Den findest du also in deiner Seele. Und natürlich auch in deinen Gedanken. Denn 9, die 9, Zahl 9 steht auch für Sammlung oder auch Konzentration auf Gedanken. Und die sind halt hier in diesem Falle erstmal destruktiv. Gedanken kommen und gehen. Und ich halte es für Bullshit, wenn dir jemand einredet, du musst immer positiv denken, denn das ist schlichtweg einfach nicht möglich. Es gibt Situationen im Leben, da wirst du einfach in die destruktiven Gedanken hineinkatapultiert. Da passiert irgendetwas und du müsstest schon ein hoher Meister sein, um in dieser Situation Gelassenheit und Gleichmut und Sanftmut auszustrahlen und deine Gedanken so weit beherrschen zu können, dass du in dieses negative, sagen wir mal, Gedankenkarussell überhaupt nicht hineinkommst. Also ich halte es für schlichtweg sehr schwer für einen Menschen, der nebst seiner täglichen Lebenspraxis, nebst Meditation und nebst Sport und nebst anderen tollen Dingen auch noch arbeitet und sich oftmals eben auch mit Menschen umgibt, die vielleicht nicht ganz so positiv sind. Und da ist es schlichtweg sehr schwierig, immer auf einem hohen Gedankenlevel zu sein. Und deshalb, falls du heute so eine schlaflose Nacht hattest, oder falls dir gerade etwas deinen schönen Kopf zerbricht, klopf dir auf die Schulter und sag, ja, genau, das gehört zum Leben dazu. Und ich glaube, die Kunst besteht darin, wenn uns etwas passiert, was uns erstmal in die Verzweiflung stürzt, da wieder rauszukommen und nicht ins Drama zu verfallen. Und gestern, als ich nach Hause fuhr, ich bog ab und dann hatte ich plötzlich ein Laster von mir. Mal sehen, ob ich das Bild finde.
Tja, wenn man so viele Bilder auf dem Handy hat, gestaltet sich das schwierig. Also auf jeden Fall fuhr hier ein Laster von Zweifel. Ah, hier, ich habe ihn doch. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Also, seit gestern weiß ich ganz genau, die Zweifel gibt es seit 1898 und wer hat sie erfunden? Die Schweizer. Denn Zweifel ist hier eine Firma, die machen unter anderem Chips. Ich glaube, die machen auch noch andere Sachen, denn es geht nicht nur um Chips. Und das Schöne an den Zweifeln ist, du kannst sie einfach aufessen. Und wenn ich natürlich gestern schon die Karten gezogen hätte, dann hätte ich noch ein paar Zweifelchips gekauft. Ich habe aber keine hier. Also begnügt euch mal mit den Fakten. Die Zweifel gibt es seit 1800. 98, sie sind in der Schweiz erfunden und du kannst sie aufessen. Und ich glaube, darum geht es. Es geht darum, wirklich für dich dir ein Ritual zusammenzustellen, um aus diesem Gedankenkarussell zu kommen. Du kannst zum Beispiel deine Lieblingsmusik auflegen, wenn es nicht gerade ein Requiem ist. Und ja, irgendwas Fetziges, Rockiges, Lustiges, Fröhliches und einfach tanzen. Und auch wenn dir nicht danach zumute ist, dann tu so, als ob, ja. Beam dich in eine Rolle, in einem Film, wo du jetzt eben eine hohe Gage bekommst. Darfst dir aussuchen, was du bekommst. Und du gibst einfach alles, um zu tun, als wärst du der lustigste und glücklichste Mensch. Es geht einfach darum, diese Zweifel, diese Bündelung der destruktiven Gedanken zu unterbrechen und wieder in die Freude zu kommen. Und das muss ja nicht gleich himmelhoch jauchzend sein. Es reicht ja einfach, wenn du wieder Hoffnung hast. Und das hier, das Ast der Stäbe, ist eben ein Impuls, der dich wieder zurückbringt ins Element des Feuers, also in die Initiative, raus aus diesen destruktiven Gedanken, hinein ins Feuer, in die Leidenschaft, hoffentlich doch in die Leidenschaft für dein Leben. Beginne Beispiel. Beispiel. Pfötchen laufen. Geh mal Pfötchen laufen. Wenn wir fertig sind, geh mal Pfötchen laufen. Ja. Und ja, zurück ins Leben. Und ich mag das Ast der Stäbe besonders. Also wir haben hier natürlich einmal das Ass als Chance, als Impuls auf einen feurigen Tag zum Beispiel oder eine feurige Woche. Es ist ja das Wochenorakel. Und wir haben hier 8 fallende Blätter. Also 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Und diese fallenden Blätter geben einen Hinweis auf die 8 der Stäbe. Und die 8 der Stäbe ist ja die Karte der Frühlingsgefühle, die Karte der tollen Nachrichten, die Karte, auch die Karte von Amors Pfeilen. Die Karte der Schmetterlinge im Bauch. Und Schmetterlinge im Bauch kannst du haben für eine spezielle Person. Wenn du gerade verliebt bist, Schmetterlinge im Bauch kannst du aber auch haben für dich selbst oder für dein Leben. Ja? Verlieb dich in dein Leben, verlieb dich in den Tag, verlieb dich auf alle Fälle in dich selbst. Das wäre so die Idee. Und wenn du immer mal wieder, das ist ja nun eine sehr aktuelle Kombination, denn ich habe das Gefühl, dass es an jedem Tag einen Moment gibt, wo du aus diesen positiven Gedanken in die destruktiven abgleitest. Und wenn du dann wachsam bist und einfach sagst, aha, ich bin gerade im Hamsterrad der destruktiven Gedanken, wie komme ich wieder raus? Und da kannst du dir entweder eben dein Lieblingssong oder du rufst einen Menschen an, der dich immer wieder zu guter Laune bringt oder du hast eine Lieblingsmeditation. Wichtig ist auch die anzunehmen, auch die zu fühlen und zu sagen, ja, das gehört zu mir. Ja, was wir oft tun in diesem ganzen Positivdenken-Wahn ist,
diese Art der Gedanken unter den Teppich zu kehren und zu sagen, die dürfen nicht sein. Wenn wir uns aber nicht damit beschäftigen und wenn wir die nicht anerkennen und die nicht umarmen, dann gehen die nicht weg. Das heißt, das Gedankenfass sozusagen wird immer voller. Und was passiert, wenn wir destruktiv denken? Wir entwickeln ja solche Gefühle. Du fühlst dich ja dann schlecht. Du hast Angst. Die Zweifel zerfressen sozusagen deine Lebenslust. Und Gefühle manifestieren. Ja, wir glauben immer, dass die Gedanken manifestieren. Im Grunde sind es die Gefühle, die aus den Gedanken resultieren. Also das, was du Emotionen, Energie in Bewegung, deine Emotionen kreieren deine Zukunft. Und deshalb ist es im Grunde ganz einfach zu gucken, wie fühlst du dich? Ja, und du kannst positive Affirmationen sprechen, so viel wie du willst, wenn das begleitende Gefühl nicht den Affirmationen entspricht, dann war deine Kreation oder deine Schöpfung nicht erfolgreich. Du kannst tausendmal sagen, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich. Wenn du das Gefühl des inneren Reichtums nicht fühlen kannst, wenn du dich nicht reich fühlst, und reich fühlen heißt halt, sich zu verschenken, etwas weggeben zu können und auch mal etwas weggeben zu können, wo du erstmal meinst, öh, das ist eigentlich zu viel oder das kann ich mir gerade nicht leisten. Solange du denkst, ich kann mir etwas nicht leisten, bist du nicht in der Fülle, bist du nicht im Füllegefühl. Ja? Und das ist ein Weg, das ist nicht schlimm, du musst nicht in der Fülle sein, nur Fülle ist unser natürlicher Zustand. Ja? Also du kommst aus der Fülle. Du kommst aus dem Universum da, das ist reine Liebe, unglaubliche Fülle. Du kommst aus dem Mutterschoß. Die Mutter an sich, das Weibliche, ist pure Fülle. Also du kommst aus der Fülle und wir vergessen das durch die Getrenntheit. Und deshalb ist es uns ja möglich, uns zu erfahren. Nur weil wir eben auch mal uns arm fühlen, uns verzweifelt fühlen, können wir uns eben letztlich als Liebe erfahren. Denn in Abwesenheit von dem, was du bist, kannst du erst erfahren, was du bist. Also nochmal, habe ich das richtig gesagt? Also in Abwesenheit von dem, was du bist, also du bist Liebe. Du kannst gerade um dich herum überhaupt keine Liebe finden. Findest Traurigkeit, Schmerz, Leid. Dann kannst du dich erinnern, dass du Liebe bist. Also du brauchst immer das Gegenteil von dem, was du bist, pure Liebe, um dich zu erfahren. Ja? Und deshalb hat sich die Seele ja dieses Kunsttricks bedient. Sie hat sich scheinbar von sich selbst getrennt. Das musst du dir mal vorstellen. Sie hat sich scheinbar von sich selbst getrennt, hat ein Stück Seele praktisch genommen, hat das Geist genannt und hat dem ein Programm gegeben und das heißt Ego. Und das Ego ist also ein Programm des Geistes, kommt aber, hat mehr mit dem inneren Kind zu tun, also der Geist selbst hat ja die Rolle Vater, Mutter, Kind und das Ego ist halt so ein Programm vom inneren Kind. Und durch dieses Programm, durch dieses Stück Seele, eben den Geist, der sich von der Seele abgetrennt hat und gesagt hat, ich vergesse jetzt mal, dass ich eins bin mit allem. Ich vergesse jetzt mal, dass ich Liebe bin. Ich erfahre mich jetzt im Mangel. Ich muss kämpfen, damit ich genug kriege. Ich muss etwas leisten, dass ich geliebt werde. Und aus diesem Programm heraus entstehen dann natürlich diese Ängste, nicht gut genug zu sein, diese Zweifel, es vielleicht niemals zu schaffen. Und dann kommt aber das Ass der Stäbe
Du kriegst nie genug Streicheleinheiten. Ist das nie genug? Dann kommt das Asterstäbe und gibt dir wieder eine Idee und sagt, Mensch, was wäre denn, wenn meine Zweifel nicht richtig wären? Du kannst ja auch die Zweifel anzweifeln. Was wäre denn, wenn die Situation, in der ich mich gerade befinde, ein Geschenk ist? Was wäre denn, wenn mir hier eine unglaubliche Idee, eine unglaubliche Möglichkeit geschenkt wird, mich neu zu erfahren, auf einer höheren Stufe der Bewusstheit, auf einer Stufe, in der es mir möglich ist, die Dinge von vielen Seiten zu sehen, dass ich nicht nur deine braune Seite sehe, wie bei Jackie, sondern auch die weiße Seite. Ja, immer von allen Seiten das anschauen, von oben und von unten und von links und von rechts und am besten noch von innen und von außen. Also der Verstand kann das natürlich nicht festfassen, auch meiner nicht. Ich versuche es nur so gut zu erklären, wie es mir halt gerade einfällt. Ja, das war mal so allgemein. Gehen wir doch mal in die zwischenmenschlichen Beziehungen, Partnerschaft, Liebe. Vielleicht hast du gerade eine Nachricht gekriegt. Hattest einen Streit mit einem deiner Lieblingsmenschen. Oder du bist verlassen worden. Oder du trauerst noch einer alten Beziehung hinterher. Oder aber es bahnt sich gerade etwas Neues an, aber du erinnerst dich an eine alte Beziehung, in der du vielleicht verlassen worden bist oder nicht gut genug gewesen bist. Und du vergleichst, das ist der Gedanke, deine jetzige nagelneue, wunderbare Situation mit einer alten Erinnerung. Was machst du? Du kreierst deine Zukunft, indem du dich an der Vergangenheit orientierst. Und was glaubst du, was du bekommst? Du kommst diese Situation wieder und wieder und wieder und wieder. Bis du aufhörst, bis du sagst, genug, ich möchte etwas Neues erleben. Ich möchte mich nagelneu erfahren. Ich möchte mich in dieser Situation, in dieser Beziehung erleben, wie ich mich noch nie erlebt habe in einer Beziehung. Und ich sehe die Chance und das Feuer in meinem. Und ich glaube ganz fest, dass er sich entwickeln kann oder sie. Ich weiß, dass die Entwicklungsspirale immer nur nach oben geht, auch wenn wir mal kurzfristig nach unten sausen. Der Trend, der geht gen Himmel. Und wenn du verstehst, dass du durch deine Gedanken Emotionen erzeugst und diese Emotionen dir deine Zukunft erschaffen, dann wirst du vielleicht ab heute ein bisschen besser darauf achten, wie du dich fühlst. Und es geht nicht um die Menschen, die dir etwas antun, denn dann machst du dich zum Opfer, sondern es geht ganz allein um deine Gefühle, die in dir stecken. Weil du etwas erfahren hast. Was tust du also, um dich gut zu fühlen? Die ganze Frage ist, was tust du für dich, damit du dich gut fühlen kannst? Denn wenn du in einem friedvollen, freudigen, Gefühl bist, Gefühlscocktail, natürlich, da kommt mal wieder Angst, da kommt Trauer, da kommt Schmerz, das kann ich dir versprechen, das ist normal. Natürlich ist es nicht normal. Das ist natürlich. Aber wenn dieser Gefühlscocktail dir Freude macht, wenn du sagst, Mensch,
Mein Tag war heute reich. Ich habe so viele Gefühle gehabt. Und der Grundtenor meines Gefühlscocktails, der war einfach Lebenslust, der war Freude. Der hat mir so richtig Spaß gemacht. Dann erschaffst du dir mehr davon. Also deine Gefühle werden zu neuen Erlebnissen. Jackie, Mensch, Mami ist gleich fertig. Die wird heute gestreichelt. Viele Streicheleinheiten. Ist ein bisschen kalt. Komm mal hier. Ist ein bisschen kalt. Darum geht es also. Ja? Auch im zwischenmenschlichen Bereich. Mach das Buch der alten Geschichten zu. Schließe das Buch. Und schreib ein neues. Nicht einfach ein neues Kapitel. Schreib ein neues Buch. Schreib ein neues Buch über die Kunst, Frieden zu erschaffen. Über die Kunst, dich in einer Liebesbeziehung zu erleben, die euch beide auf eine Art und Weise bereichert, dass es dir nicht möglich ist, davon zu träumen. Fang etwas Neues an. Und du kannst einem anderen Menschen nur dann vertrauen, wenn du dir selbst vertraust. Wenn du dir selbst vertraust, wenn du weißt, was du fertig bringst in deinem Leben und schon fertig gebracht hast, dann wird es dir einfach sein, in einem anderen Menschen das gleiche Potenzial zu sehen. Und deshalb dreht sich alles immer erstmal um dich selbst. Ja. Tipp der Woche. Beobachte deine Gedanken und auch deine Gefühle und unterbrich sie, ja? Such dir ein Tool in dieser Woche, eine coole Musik, eine Meditation oder irgendetwas. Du kannst dir ja einen Spruch ausdenken, du kannst einfach Stopp sagen. Das ist fast ein bisschen zu doof. Also lass dir was. Lass dir einen lustigen Spruch einfallen, was weiß ich, Abracadabra, Fidibus. Und sag das. Und dann tue etwas, was dich in die Freude bringt. In diesem Sinne, Tarita Rataro, deine Margret und Jackie. Tschüss!